Mein Name ist Jörg Esfeld-Reschke von IKOSOM, dem Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Ich habe heute Morgen einen kleinen Fachvortrag gehalten zu E-Partizipation in der Jugendarbeit. Und ein bisschen später habe ich festgestellt, da sind so einige Personen bei, die sagten, dass sie das ganze Thema kritisch sehen. Und das wollte ich aufgreifen, deshalb habe ich die Session gemacht, Gründe gegen E-Partizipation und welche Ausreden es sonst noch so gibt. Und das passte sehr gut. Wir waren eine kleine Gruppe, ungefähr 10 Leute, und haben diskutiert, was uns bewegt in der Fragestellung. Und das waren vor allem 2 Fragen. Nämlich, passt es zu mir? Passt es zu mir als Person? Dass die Pädagogen überlegen, was sind vielleicht so die Bedürfnisse, die dahinter stecken. Es war sehr spannend, da so Rückmeldungen zu bekommen, das Schutzbedürfnis, die Angst vor Kontrollverlust. Und es war ein guter Raum, um das mal zu artikulieren und zu sehen, dass die anderen das teilweise auch als Problem für sich sehen und dass andere das als gar kein Problem sehen und dann so die Perspektiven gegenüberzustellen. Die zweite Frage, die wir bearbeitet haben, ist, passt es zu unserer Arbeit, passt es zu unseren Werten, passt es zu unserem Ansatz, haben wir die Rahmenbedingungen dafür, können wir die gestalten? Also auch da sehr konkrete Fragen, die von verschiedenen Einrichtungen beantwortet worden sind. Und die dritte Frage, was ist denn besser oder was macht das denn tatsächlich besser in unserer Arbeit? Die Frage werden wir jetzt in den nächsten Sessions weiter bearbeiten.